Jeder weiß theoretisch, dass Sünden etwas Schlechtes sind und dass sie harte Konsequenzen nach sich ziehen. Doch nicht alle Sünden werden sofort bestraft, weshalb der Mensch die Sünde vergisst und unterbewusst denken könnte, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht zornig wegen ihr ist. Aus diesem Grund zieht man keine Lehren daraus. Wenn man sofort bestraft werden würde, hätte man Angst, bevor man die nächste Sünde begeht. Da es aber keine unmittelbare Strafe gibt, verfällt man in den Trugschluss, dass die Sünde keine Konsequenzen hätte. Und wenn etwas keine Konsequenzen hat, dann macht man einfach weiter damit. Es stimmt, die Konsequenzen lassen oft auf sich warten, doch hinterlässt die Sünde Spuren, durch die man ihr Übel erkennen kann. Der aufmerksame Beobachter wird anhand dieser Spuren den Zorn Allahs erkennen können, wodurch die Strafe nicht mehr fern erscheint, sondern sehr, sehr nah. Wenn man die Spuren erkennt, dann wird das Wissen, dass Sünden theoretisch schlecht sind, zu dem Wissen, dass Sünden praktisch schlecht sind. Wenn man realisiert, dass Sünden das Leben wirklich beeinflussen, wird einem bewusst, dass man sich wirklich von ihnen fernhalten muss. Die Strafe trifft einen vielleicht erst im Jenseits, doch die Spuren der Sünden treffen einen bereits im Diesseits. Zu diesen Spuren gehört eine angespannte und schlechte Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Durch das Fernhalten von Sünden kommt man Allah subhanahu wa ta'ala näher. Und durch das Begehen genau dieser Sünden entfernt man sich von ihm. Allah subhanahu wa ta'ala ist aber der Einzige, den du im Leben nach Hilfe bitten kannst. Er subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der die Macht dazu hat, dein Leid zu lindern, deine Einsamkeit ein Ende zu setzen und deine Probleme zu lösen. Deshalb führt die Sünde zu einer schlechten Beziehung zwischen dem Sünder und Allah. Und diese schlechte Beziehung führt zu Kummer und Einsamkeit. Doch nicht nur eine schlechte Beziehung zwischen dem Sünder und Allah gehört zu den Spuren der Sünde, sondern auch eine schlechte Beziehung zwischen sich selbst und den Menschen. Bei jemandem, der Sünden begeht, entsteht eine Gefühlskälte zwischen sich selbst und den rechtschaffenen Menschen. Diese Gefühlskälte wird mit der Zeit intensiver, sodass sich der Sündiger von den Menschen um sich herum entfernt. Es entsteht eine Kluft, die mit jeder Sünde immer größer wird. Ein schlechtes Gewissen plagt ihn, wenn er mit rechtschaffenen Menschen zusammen ist. Dieses Gefühl wächst so lange, bis diese Kluft unüberwindbar geworden ist und er sich von den Menschen und sogar sich selbst entfremdet. Diese schlechte Beziehung zeigt sich dann auch im Umgang mit dem Ehepartner, seinen Freunden, Verwandten und anderen aus seinem Umfeld. Dies waren einige Spuren der Sünde. Und sie verdeutlichen, wie wichtig es für jeden Einzelnen ist, sich davor zu hüten. Sie verursachen Konsequenzen im Diesseits und im Jenseits. Die Konsequenzen betreffen sowohl den Einzelnen als auch die gesamte islamische Umma. Es gibt Sünden, die nicht von Einzelnen begangen werden, sondern von der gesamten Umma. Diese Sünden hinterlassen genauso Spuren, durch die wir erkennen können, ob Allah subhanahu wa ta'ala zornig mit dieser Umma ist oder Wohlgefallen an ihr findet. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, entweder ihr gebietet das Rechte und verbietet das Unrecht, oder Allah subhanahu wa ta'ala wird gewiss Strafe über euch senden. Und dann werdet ihr beten. Aber eure Gebete werden nicht erhört werden. Als diese Umma noch mit Gerechtigkeit regiert wurde, lebte sie in Sicherheit. Doch heute sehen wir, dass Ungerechte über die Muslime bestimmen. Diese ungerechten Herrscher hat die Umma sich in gewisser Weise selbst zu verschulden. Denn sie hat ihre Pflichten vernachlässigt. Sie hat das verlassen, was sie gegenüber den anderen Nationen ausgezeichnet hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Diese Umma soll die Quelle für alles Gute und der Scharfrichter für alles Schlechte sein. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala uns vorgesehen. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala und seine Gesetzgebung offenbart. Dafür hat Allah uns das beste Vorbild der Welt geschickt. Doch wir sehen,
dass das Unheil auf Erden immer größer wird. Es gibt niemanden, der dem Unheil Einheit gebietet. Niemanden, der das Leid, das von Staaten ausgeht, beenden kann, weil wir gespalten sind. Und das Resultat ist Schutzlosigkeit und bittere Armut. Das ist ein deutliches Zeichen der Sünden, welches sich die Umma selber schuldig gemacht hat. Einst fragte Yunus a.s. Allah subhanahu wa ta'ala: O mein Herr, du bist im Himmel und wir sind auf Erden. Was ist das Zeichen deines Zorns und deiner Zufriedenheit? Worauf Allah subhanahu wa ta'ala antwortete: Wenn ich eure Führung dem Besten unter euch gegeben habe, ist dies ein Zeichen dafür, dass ich zufrieden mit euch bin. Wenn ich jedoch eure Führung dem Schlechtesten unter euch überlassen habe, so ist das ein Zeichen dafür, dass ich zornig auf euch bin. Dies, meine lieben Geschwister, ist der derzeitige Zustand, in dem sich die Umma befindet. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dem Status quo dieser Umma nicht zufrieden. Doch hat Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Ausweg gegeben. So sagt er: Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird, so wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte. Dass er für sie ihre Religion, der er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird. Und dass er ihnen nach ihrer Angst, in der sie gelebt haben, stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig wird, jene sind die Frevler. Es ist das Versprechen Allahs, dass er subhanahu wa ta'ala den Rechtschaffenen die Herrschaft geben wird. Er subhanahu wa ta'ala wird jenen, die am Islam festhalten, eine hohe Stellung auf Erden geben. So dann werden sie mit Allahs Erlaubnis die Angst vertreiben und mit den Gesetzen Allahs die Sicherheit wiederherstellen. Sie werden das Rechte gebieten und das Unrecht verbieten. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala es von dieser Umma erwartet. Und vielleicht ist dieser Tag schon sehr, sehr nah.